Hallo, hallo, Kochen mit Andrea. Ich habe euch Schokokookies mit. Mega lecker rausgesucht. Die schmecken wirklich ganz toll und sind auch ziemlich schnell gemacht. Und das Rezept wollte ich euch mal teilen. Vielleicht ist das noch was für Weihnachten. Cookies kann man ja eigentlich das ganze Jahr essen, aber für die Weihnachtszeit, finde ich, passt das auch immer ganz gut. So, wir legen los. 125 Gramm Butter. Ich nehme halt immer meine Margarine, diese hier, die ist wunderbar zum Backen. Mal gucken. Na, nun komm runter. Gut, ist nicht so schlimm. 165 Gramm braunen Zucker. So, haben wir. Und Vanilleextrakt. Einen halben Teelöffel. Ich tue jetzt so 5 rein. So. Und das Ganze jetzt eine Minute auf Stufe 4. Den Mandelblech habe ich schon wieder vorbereitet und den Backofen auf 180 Grad immer vorgeheizt. Wie gesagt, da haben wir mein Cookie-Ding, das nehme ich wieder. Ihr könnt die Kugeln auch mit der Hand formen, so diese Größe, oder könnt ihr auch ein bisschen kleiner machen. Das ist euch ganz überlassen. Aber die sind wirklich super lecker. Zeige ich es euch. Guckt, so sieht es aus. Kommt ein Ei rein. Nehme ein Buch. Das sollte natürlich nicht passieren. Naja, gut. 30 Sekunden. Stufe 4. Mehlpackung aufmachen. So. Zeige ich es euch nochmal. Guckt. So sieht es jetzt aus. Und jetzt kommt Mehl dazu.
warm. 260 Gramm. So, 260 Gramm und einen halben Teelöffel Salz. So. Und Schokotröpfchen. Und zwar 150 Gramm. Die habe ich hier schon. Guckt, so sehen sie aus und die tue ich jetzt da rein. Da ist ein bisschen Mehl drauf, deswegen sieht das ein bisschen... komisch aus. Das Ganze 30 Sekunden auf eine Teigknetstufe. So, ich räume das hier mal ein bisschen weg. Habe ich wieder vorbereitet. Wie immer. Das kennt ihr ja schon. So, jetzt zeige ich euch den Teig. Wo habe ich denn jetzt meinen Spatel? Nehme euch mal mit runter. Wenn ich das wieder vergesse, kann ich ja immer ganz gut. Der ist so ein bisschen krümelig. So, wie gesagt, entweder vor und dann mit der Hand. Die Cookies oder ihr habt auch so einen Portionierer. So. Wie gesagt, das ist euch überlassen. Ich kann das euch gleich noch mal zeigen mit der Hand. Und habt da beide. Varianten. So. Oh, mit der Hand. Ich mag das gar nicht so. Guckt. Wenn ihr dann so die Größe macht. Oder ihr könnt die auch ein bisschen größer machen. Wie gesagt, das ist ja ganz euch überlassen. Guckt. So. So könnt ihr das auch machen. Ich mache das jetzt fertig und dann backe ich es aus und dann zeige ich es euch wieder. So, guck mal, so sind die Cookies fertig. Die sind halt ein bisschen hier am Rand ein bisschen braun, aber das ist vom braunen Zucker. Wie gesagt, warum manche ein bisschen zerlaufen sind, das weiß ich nicht, aber es ist halt so. Aber schmecken tun die wunderbar. Vielleicht ist es ja noch zu Weihnachten eine Anregung für euch. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das Video gefallen hat. Anders ein kleines Däumchen nach oben, kostenloses Abo, Glocke vielleicht aktivieren, dann verpasst da kein Video. Und dann dekoriere ich das noch ein bisschen. Und dann habt einen schönen Tag, passt gut auf euch auf und dann hören wir uns zum nächsten Video wieder. Ich denke, da machen wir noch mal ein bisschen Geschenke, die Mitbringsel, habe ich mir überlegt. Lasst euch überraschen. Und dann bis zum nächsten Video, eure Andrea.
Ciao.